Heute wird nochmal ein bisschen was bestellt. Und zwar alles an Burgern, was es von Burger King gibt. Wir haben es bei McDonald's schon mal gemacht. Ich sage es mal präventiv am Anfang des Videos. Leute, es wird euch viel erwarten, was super lecker ist. Vielleicht auch persönlich angreifen wird oder enttäuschen, wenn ich den Burger, den ihr lebt, nicht mag. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, wenn es geht, macht euch doch im besten Fall einen Burger selber. Aber wir sind da fürs Testen. Dementsprechend legen wir heute für euch los. Lasst gerne ein Abo dabei, 200 Abonnenten kriegt einen Gaming-Kanal von Julian Bam. Und meine eigene Marke Fivi.gg für eure Küchenutensilien ist jetzt online seit so ein bisschen mehr als so 2 Wochen so inzwischen. Dementsprechend schaut da doch gerne mal rein. Fivi.gg unterstützt uns gerne, ist was von uns für euch, wo wir lange dran gefeilt haben, fast ein Jahr inzwischen. Also schaut da gerne mal in den Shop. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Bestellvorgang, denn ich werde mir heute alle Burger bestellen. Das macht es für uns einfacher, denn dann wird das alles hierhin geliefert und die Leute bei den Filialen sind nicht so irritiert wie bei McDonald's damals. Erstmal einen extra long Chili Cheese mit einem Hamburger Patty. Gute bei Burger King ist, ihr könnt fast jeden Burger immer noch mit Veggie Patties auch bestellen. Dementsprechend eigentlich immer ganz gut. Dann haben wir einen Whopper, den brauchen wir natürlich mit dem Whopper Patty. Ein Double Whopper, per se das gleiche. Big King XXL, natürlich 2x Whopper Patties, ist schon mit dabei. Einen Bacon King, ach du heilige Mutter Gottes Maria. Einen Whopper Junior, das ist wahrscheinlich die Kindergeschichte, machen wir natürlich auch mal rein. Einen Big King, ist irgendwie gefühlt das gleiche wie der XL, oder? Ein Double Chili Cheeseburger, den brauchen wir natürlich auch. Einen Chili Cheeseburger, lassen wir den weg dann, weil das ja im Prinzip eigentlich nur das mit dem einmal Patty. Dann haben wir es ja getastet, auch mit der Soße. Wir gehen mal in den Hamburger. Wir gehen in den Cheeseburger. 2,39 Euro. Einen Double Cheeseburger. Ja, kann natürlich noch mal käsiger sein. Den bestelle ich dann natürlich. Macht es Sinn? Wir wissen es nicht. Los geht's und weiter geht's mit den Chicken Burgern. Wir haben den Crispy Chicken Burger. Wir haben einen Long Chicken Burger. Gar nichts extra. Ich möchte genauso, wie die geliefert werden. Und wir haben einen Chicken Nugget Burger. Wir gehen rein bei Veggies und Salate. Wir haben den Plant-Based King XXL. Extra, okay, da steht ganz viel noch bei. 8 Euro auch für einen Burger. Heavy. Plant-Based Whopper. Nicht Whopper. Plant-Based Long Chicken. Gibt es tatsächlich ganz schön viele Veggie-Sachen so. Den Plant-Based Cheeseburger. Plant-Based Hamburger. Plant-Based Chili Cheeseburger. Ah, die sind jetzt alle dann nochmal so aufgeführt. Okay, dann ein Doppel-Cheeseburger. Noch was. Plant-Based Extra Long Chili Cheese. Also es sind im Prinzip die, die wir hatten. Das wird ja immer das Gleiche sein. Plant-Based Nuggets testen wir natürlich nicht mit. Außer einen Plant-Based Nugget Burger natürlich. Und dann haben wir den Veggie King. Das scheint wohl einer zu sein, der wirklich Veggie ist. Wir haben den Fish King. Und das ist es soweit. Wir sind bei 107 Euro. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Bestellung und dann wird reingegessen. Let's try. Die Sachen sind angekommen und ich würde sagen, wir legen direkt los, denn es ist einiges jetzt hier, was natürlich vergenussferkelt werden muss. Wir fangen direkt einfach an. Ich komme aus der Box raus. Zack, was steht hier drauf? Das ist der Whopper Junior. Also wir fangen an mit einem Kinderburger. Das ist keine spezielle Reihenfolge. Es ist aber der Whopper Junior in Veggie, glaube ich, weil es wirkt so eckig. Vielleicht ist es auch der Fisch. Es ist ein viereckiges Patty, unfrittiert. Das ist der Fisch. Aber mit so einer Käse-Jalapeno-Soße. Also der schmeckt wirklich nach viel, aber nicht nach Fisch, kann ich euch sagen. Doch, da kommt Fisch. Aber so dieser Fast-Food-Fisch, der so im ersten Moment nach nichts schmeckt und nach hinten raus kommt noch mal ein bisschen was. Ist bei mir eine klassische 1, sag ich euch. Mm-mm. Machen wir weiter mit dem, was oben liegt. Ich habe hier den Big King XXL. Boah, Alter, was für ein Gerät. Wir haben noch mal diese, was ist das, die Burger King-Soße? Die Big Mac-Soße ist wahrscheinlich. Hier sind Gürkchen drin, da sind gar keine Jalapenos. Let's try. Mein Bart raschelt, das Mikrofon ist nicht schlimm, das kennen die Leute, die lieben das. Burger King hat diese Riesenburger mit dem Sesam drauf. Und ich muss sagen, das ist es irgendwie weniger für mich. Fleisch noch erstaunlicherweise recht juicy, obwohl es eine Lieferung war jetzt. Ich sag, mit der Soße und allem ist das schon eher die Richtung 1,5. Wäre es so einfach, so schnell was Leichteres zu machen. Naja. Hamburger, der klassische. Schön klein auch, das mag ich. Aber es ist wieder Sesam drauf. Normalerweise bin ich ein Sesam-Ultra. Wir haben die Gürkchen, kein Käse. Cheeseburger ist ja im Prinzip genau das gleiche, nur mit Käse dann. Viel Ketchup. Sehr süß dadurch. Wir arbeiten uns hoch. Es ist eine 1,8. Ich muss sagen, den normalen Hamburger von Mc's fände ich irgendwie stronger. Weil ich mag die Brot von Burger King nicht so gerne. Ich weiß, wir haben heute keine Freunde höchstwahrscheinlich, aber das ist auch Wumpe. Denn hier geht es um eine ehrliche Meinung. Da kommt nämlich der Long Chicken schon. Früher mein Grind gewesen, sage ich euch. Früher war immer Long Chicken und der Long Chili Cheese. Also immer diese langen Brotformate, diese Baguette-Dinger. Mit dem sehr natürlichen Filet-Chicken hier. Guck mal hier. Boah, guck mal, wie lang das ist. Dann einmal so. Boah, diese langen Brote sind so ultra süß. Bin noch nicht mal richtig zu dem Eisbergsalat gekommen und habe nur was von der Mayo mit dem Chicken gehabt.
Und ihr merkt das schon, wie trocken ich so langsam spreche, weil diese Brötchen machen das so süß, dass sie das alles aus dem Mund saugt. Nicht mehr so sick wie früher, aber immer noch geiler als die Burger-Sachen, auch weil es einfach diese frittierte Kruste noch mit dran hat. Ich sag, hier sind wir schon eher bei der 2. Ist bis dato immer noch mein Favorite. Aber vielleicht finde ich ja noch mal was, auch wenn ich wirklich super selten bei so Fast-Food-Ketten in irgendeiner Form esse. Und jetzt geht's auch schon los mit den Veggie-Varianten davon. Hier ist nämlich der Plant-Based Long Chicken. Haben auch eine eigene Verpackung, sieht man hier ganz gut. Plant-based. Wir knüpfen da mal direkt dran an, dann haben wir einen guten Vergleichswert. Nochmal gleiches Brot höchstwahrscheinlich. Dieses Mal nur mit, oh Gott, dem Plant-based Patty da drauf. Man sieht so, ihr seht so kleine Fissel noch da drauf. Das ist wie so Petersilie oder Kräuter. Wir probieren es mal. Also der Salat, der hier drauf ist, der ist schon auf jeden Fall gammeliger als so, wie es sein sollte. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber seht ihr das Salatblatt, was ungefähr die Farbe hat von einem Chicken Patty? Dafür ist dieses Patty viel, 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 viel besser gewürzt. Aber das haben meistens diese Veggie- oder veganen Sachen bei Fastfood-Ketten an sich, dass einfach die Würze in der Kruste viel, viel krasser ist, finde ich. Vom Geschmack her, Salat schmeckt eh nach nichts, ist es, wie gesagt, besser gewürzt. Dementsprechend bei mir eine 2,2. Geht sogar noch höher. Es geht weiter mit Plant-Based. Das ist wie so eine ganze Schicht, die da drin ist. Wir haben jetzt hier, ach du Heiliger, UC. Nee, UD. Ich weiß nicht, was es ist. Es wurde nicht Whopper Junior, Big King oder Nugget Burger angekreuzt. Das heißt, wir haben jetzt einen Chicken Burger, wie es aussieht. Das ist der Plant-Based Chicken Burger? Nee, der Chicken Burger hat ja Mayo drauf. Das ist wieder jetzt diese Big Mac Soße. Vielleicht der Big Mac, der Whopper Junior? Nee, der wurde aber nicht angekreuzt. Probier mal. Also hier ist auf jeden Fall so ein Veggie-Patty drauf. Vielleicht ist auch einfach der Veggie-Burger. Sind so Bohnen drin, Möhren drin, wie in so einem Mousse und eine Paste. Aber dadurch, dass frittiert ist, wieder sehr rund, sage ich. Schließe mich hier an, bei dem Veggie-Burger ist bei mir eine 2,2. Auch wenn nach wie vor dieser Sesam, diese Brötchen, die sind es nicht für mich. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Die sind es einfach nicht für mich. Das hier ist der Plant-Based Hamburger. Hier ist jetzt tatsächlich, boah, das sieht gefährlich aus wie Fleisch, das Patty. Ich zeig's euch mal. Riecht aber sehr Veggie. Was ich damit meine ist, so Veggie-Patty-Burger-Sachen riechen immer sehr gleich. So ein bisschen erdig und so, keine Ahnung, wie Weizen so ein bisschen gleichzeitig auch. Let's try. Ich habe noch nie bei Burger King einen Veggie-Burger gegessen. Und das hat nämlich super viel so Röststoffe vom Grill. Das schmeckt richtig barbecue-ig lecker. Das ist der erste, den ich richtig solide finde. Also wenn die Patties immer so hinkommen, dass es so richtig so einen Burnt-Charakter hat, wie so von einem Grill. Das schmeckt richtig wie so ein heftiger Barbecue-Burger, also geschmacklich. Von der Konsistenz, meh. Also geschmacklich auf jeden Fall 2,5. Bis dato der strongste, sage ich. Und das bei dem Hamburger, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Wir reihen uns ein. Cheeseburger, per se das gleiche, nur mit Käse drauf, glaube ich. Ja, gleiches Patty auf jeden Fall. Das mit Käse noch dazu, noch besser. 2,6 sage ich. Den Plant-Based Whopper, das ist natürlich auch noch was, was man jetzt mal probieren muss, auch wenn ich den normalen Whopper noch nicht hier hatte. Das heißt, es wird das gleiche Patty sein, nur größer, denke ich mal. Ja, es ist auf jeden Fall nicht dieses Frittierte. Und ansonsten Ketchup-Mayo, richtig, richtig gewoppert. Gucken wir mal, das ist nämlich noch mal ein anderes jetzt. Oder vielleicht nur das in größer. Let's try. Riecht sehr ähnlich. Ich schwöre, der schmeckt wie Fleisch. Also ähnlich wie bei dem Hamburger mag ich die Veggie-Patties hier sehr gerne. Hat nicht dieses krasse Burn-Aroma, ist aber auch konträr wie viele andere so vegetarische oder vegane Patties. Die werden manchmal noch so cremig innen drin. Das ist wie so ein Mousse dann, weil du nur außen kross kriegst und innen ist es immer noch so ein bisschen flabberig. Das hier überhaupt nicht. Also das so einzeln zu verkaufen, wäre auf jeden Fall schon strong, muss ich sagen. Also gutes Patty. Geschmacklich das stärker, von der Konsistenz hier das stärker. Da ist das noch so ein bisschen nachgiebiger. Das hat aber schon diesen, ja, Fast-Food-Burger-Patty-Charakter. Das ist dann immer so ein bisschen Gummireifen, sagt man dann, ne? Wenn man böse ist. Aber geschmacklich sehr Ketchup- und Mayo-lastig. Also, ja, es ist schon eher eine 1,9, ne? Also, obwohl stärker. Oh. Entschuldigung. So, wir gehen weiter mit einem Flame-Grilled Whopper. Ach, das ist der Whopper! Der sieht auch so aus, als wäre er Veggie. Das heißt, das ist der normale Whopper direkt danach. Das ist der gleiche jetzt nur mit dem Fleisch-Patty. Ich sag dir 100%, du gibst 100 Leuten, ne? Den mit Fleisch und den Veggie und lässt die hintereinander testen. 90 Leute davon könnten dir nicht sagen, was Fleisch ist und was nicht. Schmeckt genau gleich. Krass. Bleib beim gleichen Ergebnis. Ich sag 1,8 oder 1,9. Eins von beiden. Da passiert zu wenig geschmacklich. Also ich finde sogar das Veggie-Ding fast noch ein Mühe besser gewürzt wieder. Das Patty, aber ansonsten,
Guck mal. Es gibt hier noch. Ey, diese Tüte hört nicht auf, ne? Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben den Plant-Based Extra Long Chili Cheese. Das hier, wie gesagt, damals in der normalen Form, weil es noch keine vegetarischen gab, mein absoluter Grind gewesen. Man sieht hier wieder die Patties. Angeburnt auch an der Seite. Ich mag sowas gerne. Wir haben Käse, hier ist Chili Cheese und dann höchstwahrscheinlich Jalapenos in der Käsesoße noch. Let's try. Wie im Kino, weißt du? Nachos mit Jalapenos. Manchmal denkst du dir so, ja, ist okay, ist gut scharf. Und manche sind so einer drüber. Jetzt gerade hatte ich der einen drüber ist. Auch lecker. Dieses geile Grillrostaroma ist auch damit drauf. Finde ich super lecker. Ist auch bei mir wieder eine 2,5, muss ich sagen. Finde ich super lecker. Also im Rahmen von Fastfood-Burgern. Gutes Vergleichsmomentum. Extra Long Chili Cheese direkt dahinter. Der mit Fleisch. Wenn mir schon die Fresse wegbrennt, dann jetzt auch richtig. Wir haben normale Fleisch-Burger-Patties. Boah, ich sage euch ehrlich, wir haben es ja bestellt, ne? Es hat schon einen Lieferweg hinter sich. Dann machen wir noch Shots davon, dann liegt es auch noch mal kurz. Und diese Veggie-Sachen, wenn die kälter werden, die schmecken so gut im Vergleich zu dem Fleisch. Ich möchte das natürlich nicht so super krass mit einwerten, weil es liegt ja auch an uns. Und das ist Fast Food und wir essen das wirklich so schnell es geht, aber nicht direkt in der Filiale, ne? Dementsprechend muss man hier aber sagen, wenn man das mit reinbeziehen würde, wäre das wirklich, das Fleisch hält sich so kurz nur, dass es so lecker ist. Das ist nur, wenn es wirklich super warm ist. Die Dinger kannst du auch echt noch kalt essen und schmeckt genauso. Auch wieder hier. Diese Patties, also im Gegensatz zum Fleisch, diese Patties sind einfach besser gewürzt. Die haben ein geileres Aroma. Wenn das eine 2,5 ist, muss das hier so eine 1,6 sein, weil das so viel schlechter ist von der Würze des Fleisches, im Gegensatz zu dem, was da drauf ist. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Wo gehen wir rein? Den Big King hatten wir doch schon, ne? Den gibt es nämlich auch nochmal hier. Big King XXL in Plant-Based. Das heißt einfach nur ein großer Hamburger höchstwahrscheinlich. Zweimal diese fetten Patties übereinander. Aber ey, hier hat das auch jemand richtig gut gemeint heute. Guck mal bitte, wie angekugelt das ist an der Seite. Das ist ja wirklich crazy. Bisschen Käse zwischen. Auch hier besser. Aber diese großen Burger-Patties, habe das Gefühl, die ziehen den ganzen Saft so raus. Auch wenn die so leicht toasted sind immer. Aber die ziehen trotzdem so den Saft von diesen Soßen da raus. Hier in 1,9 ist es auch echt sehr angebrannt bei dem jetzt hier. Bacon King. Einmal das ganze Ding hier aufgefaltet. Wir haben auf jeden Fall affig viel Soße wieder drauf. Wir haben Bacon und es ist kein angebratener Bacon. Ich verstehe es nicht. Das machen Fastfood-Ketten häufig. Aber guckt euch das mal an. Das ist einfach roher Bacon mit Ketchup und Mayo drauf, en masse. Warum brät man den Bacon nicht an? Gerade bei so einem Bacon King, bei so einem großen Burger, so sich halb rohen oder fast rohen Bacon reinzuballern, irgendwie ein Turn-off für mich. Fühle ich gar nicht. Also das Bacon-Ding ist ja im Prinzip eigentlich nur der Big King mit Bacon drauf, oder? Ich sag ehrlich, das ist so roh. Ich habe einfach gerade frischen, kalten Bacon auf einen Burger geklatscht bekommen mit Ketchup und Mayo und dann so zwei Burger-Patties drauf. Das ist eine Eins. Ich sag's wirklich so radikal, wie ich das denke. Also ich würde mir bis dato jeden vegetarischen Burger hier lieber holen, weil es viel runder schmeckt als die Fleischdinger. Bin aber auch, wenn es drauf ankommt, Mc's-Boy und weniger Burger King, da streiten sich die Gemüter. Ist alles okay. Generell esse ich da so wenig wie möglich. So, wir haben hier jetzt noch einen Veggie Chili Cheeseburger. Per se, so wie gerade, nur mit noch einer, genau, Käsesoße mit Jalapenos drauf. Dadurch, dass der nicht auf diesem langen Baguette-Ding ist, nicht so süß. Dafür merkt man hier, wie süß die Käsesoße ist. Patties wieder das gleiche, kennen wir. Gutes Aroma. Sehr süße Käsesoße hier in dem Kontext, verstehe ich nicht. Auch das hier bei mir der schwächste Veggie-Burger mit 1,6. Diese Käsesoße ist so merkwürdig süß, da zieht auch so eine Jalapeno da nicht groß mit nach. So, weiter geht's. Der letzte Veggie-Burger und das ist der Nugget-Burger, den wir hier haben. Ist im Prinzip das, was ich noch nie gegessen habe. Aber was dein Ding ist, ne? Du bist ja so ein Nugget-Burger, Junge. Schmeckt ein bisschen wie so ein Fleischersatz, der in so eine Brühe eingelegt wurde, so Gemüsebrühe, und dann noch da drumherum paniert. Eigentlich sehr lecker. Finde ich tatsächlich gut. Ist auch bei mir eine 2,5. Finde ich lecker. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der Chicken Nugget Burger mich so abholen wird. Schauen wir mal, finde ich hier den Nugget Burger direkt als Vergleich nochmal. Guck mal hier. Ist ja direkt mit Fleisch. Da haben wir jetzt noch so eine Barbecue-Soße wie mit drauf. Das war gerade nicht da und Mayo. Let's try. Von den Fleischburgern der solideste. Auch wenn es der billigste Burger ist, eine 2,3, sage ich, wie es ist. Verstehe die Barbecue-Soße da drauf nicht. Verstehe aber auch diese Mayo- und Chicken-Kombi nie so wirklich bei Burger King. Also von den Fleischsachen für mich der tastieste, weil die Chicken Nuggets halt schon so vollgepumpt sind. Ne? Gucken wir mal hier. Wir haben noch den Fleisch-Chili-Cheeseburger. Da war es gerade schon ein bisschen weird. Schauen wir mal, ob hier die Käsesoße auch so süß ist. Schmeckt vom Burgerfleisch her nach gar nichts. Die sind einfach nicht gewürzt. Das schmeckt nur straight nach so Hack gepresst in Burgerform. Nur
Die Süße von dieser Käsesoße kommt wieder raus, was ich echt ungeil finde. Ich gebe eine 0,8. Ich gehe so weit. Das habe ich noch nie gemacht. Das schmeckt wirklich nach nix. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Wenn das so nach gar nichts schmeckt bei so einer Fastfood-Kette, Minimum muss das so mit Salz zugepumpt sein, ist meine feste Meinung dazu. Hier steht Promotion Snack. Das ist wie so ein Doppel-Cheeseburger, einfach nochmal mit einer Big Mac-Soße. Zweimal kleine Fleisch-Patties und Käse mit Salat. Hä? Besser als aber der normale Cheeseburger. 1,8. Nichts gegen diesen Nugget-Burger, ne? So, wir nähern uns dem Ende hier. Wir haben hier den Crispy Chicken Burger. Das war lange mein Go-To. Die haben mich aber verloren an einer Stelle. Und das war nämlich, die haben zwar dieses Spicy Patty hier mit so Panko. Das ist so diese etwas dickere, knusprige Schicht so. Also diese dicken Knusperflakes. Der ist auch geil, wenn du den warm hast, weil dann knuspert der noch so richtig. Aber die haben hier nur diese Mayo drauf. Und das ist für mich immer der übelste Turn-off. Weil wenn du so einen isst und du bist so auf Halbzeit, denkst du dir so, boah, ich brauch so dringend einfach Getränke, weil es ist so Mayo-fettig. Das geht nicht. Aber da habe ich schon Abhilfe geschaffen, denn der Nugget-Burger auf jeden Fall mit dieser so ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Ich habe es erst nicht verstanden. Aber ich muss sagen, das gleicht diesen Mayo-Sapsch übel aus. Let's try. Panade hier ist am besten, aber die Soße ist so wack. Diese Salat-Mayo-Geschichte ist es nicht. Trotzdem immer noch eine 1,9. Aber an den Nugget-Burger kommt es wirklich für mich nicht ran, sage ich euch ehrlich. Wir haben den Whopper Junior. Hatten wir den nicht schon mal? Da, Whopper Junior. Flame Grilled Whopper Junior. Ach so, da war ja das Fischding drin. Die hatten ja keine Fischverpackung. Das heißt, das hier ist der Mini-Burger dann, der Mini-Whopper. Boah, ist der voll gejuiced. Ketchup-Mayo-Burger ohne Käse, ohne alles. Mm-mm. Wie viel passt in diese Tüte rein? Seht ihr das, was sich hier anhäuft? Hinterlässt uns jetzt nur noch mit ja, einer Sache so per se, das ich nicht ganz verstehe. Achso, Entschuldigung. Eins. Den fand ich wirklich auch nicht gut. Hier steht Cheeseburger drauf und hier steht Cheeseburger drauf. Aber ein doppeltes Patty. Wenn wir ein doppeltes Patty haben beim Cheeseburger, müsste das ja der doppelte Genuss sein. Dann werde ich den hier noch untouched lassen. Boah, da war eine knackige Gurke drin. Ich glaube, wenn er frisch ist, zieht so ein Cheeseburger immer noch was Gutes ab. Aber lieber andere Brötchen, die sind mir bei Mc's persönlich wusste du lieber. Trotzdem ist der immer noch solide. Wo sind wir? Na, zwei. Ich glaube, da sind wir mit einem Cheeseburger immer am solidesten aufgestellt. Finde ich besser. Da waren die Patties auch wieder besser gewürzt. Scheint ein großer Unterschied zu sein. Präventiv, bevor ihr fleißig in eure Tastaturen reinhaut, dieses Gerät hier ist groß und ist viel. Da kann man ein paar Sachen draus machen, was wir auch schon gemacht haben. Vielleicht hat der ein oder die andere schon gesehen, dass wir einmal eine Burger-Lasagne daraus gemacht haben. Man mag es wohl kaum glauben. Wir haben es auch beim McDonald's-Video geschafft, die ganzen Burger noch genauso verwertet zu kriegen. Wir sind im Büro 12 Leute. Das heißt, es kommt auch ganz gut weg. Macht euch darum keine Sorgen. Wir würden sowas nicht machen, wenn wir das alles weghauen müssten. Nur damit wir es auch mal im Video gesagt haben und sich nicht alle Leute beschweren. Es wird eine schöne, fette Burger-Lasagne draus gemacht. So könnt ihr auch eure alten Burger, Hamburger, Cheeseburger, wenn ihr noch was zum Grillen habt, perfekt wiederverwerten. Gibt es tausende Rezepte zu im Internet. Macht das gerne mal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!